Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Ich habe wieder mega schlechte Laune. Deswegen wird das Video auch heute ziemlich kurz. Also sorry, wenn ihr euch irgendwas Größeres erhofft habt, dass ich irgendwelche Reaction-Videos oder irgendwelche Tutorials bringe. Ich wollte euch mit dem Video nur kurz up-to-date halten. Und zwar haben die ein oder anderen ja mitbekommen, dass ich am Sonntag, also letzten Sonntag, meinen ersten Livestream auf YouTube gestartet habe. Deswegen habe ich mir auch ein Elgato Camlink besorgt. Die einen oder anderen wissen, dieser Camlink ist gar nicht mal so günstig. Aber ich habe mir den trotzdem geholt, um einfach ein paar Streams zu starten mit euch. Ein bisschen mit euch zu quatschen, ein bisschen mit euch mich zu unterhalten. Und in den Stream, den ich am Sonntag gestartet habe, hatte ich zwar noch ein paar Probleme, weil ich will ja, oder ich wollte, beziehungsweise ich habe ja diese Kamera für Streaming benutzt, deswegen auch dieser Elgato Camlink, aber ich hatte ein paar Probleme noch mit den Einstellungen, aber das ist jetzt auch gar nicht das Thema, sondern ich wollte euch nur mitteilen, dass mein Kanal in dem Sinne gesperrt worden ist. Also was heißt gesperrt? Ich kann zwar Videos wie dieses hier jetzt noch hochladen, keine Frage, aber ich kann jetzt keine Streams mehr machen. Die ein oder anderen haben es ja mitbekommen, dass der Stream dann einfach unterbrochen worden ist. Ich dachte erst so, ja gut, mein Internet ist weg oder ich hatte irgendwelche Latenzprobleme oder sonstiges. Aber Leute, ich habe kurz darauf dann in mein E-Mail-Postfach geschaut und habe eine E-Mail von YouTube bekommen. Und da steht folgendes drin: Hallo Luis, dein Livestream wurde aufgrund eines Abgleichs von Urheberrechten beendet. Das heißt, ich habe ja in dem Stream mit euch zusammen das Ultra 2016 Aftermovie angeschaut und ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise dran gedacht, dass ich natürlich auch bei Livestreams an Urheberrechten dran denken muss. Und in dem Aftermovie kamen Songs vor, die sozusagen geschützt waren. Ich habe die abgespielt, beziehungsweise mit euch ja zusammen angeschaut und darauf hat mir halt YouTube diese E-Mail geschickt und meinen Kanal in dem Sinne gesperrt, also gesperrt für Livestreams. Und jetzt haltet euch fest, das finde ich richtig, richtig scheiße. Sie haben dann geschrieben, deshalb musst du 90 Tage warten, bis du einen neuen Stream starten kannst. Also ich muss sagen, ich finde es ja gut, dass YouTube und Urheberrechte und sowas, dass es auf YouTube gibt. Das heißt, Leute, die einen Song veröffentlichen, die stecken natürlich viel Arbeit rein und die wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Fremden... Genau, jetzt muss ich niesen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, dass irgendwelche fremden Leute, wie zum Beispiel mich, diese Musik einfach so just for fun nutzen. Und ja, daraufhin hat mich halt YouTube für Streams 90 Tage jetzt gesperrt. Meiner Meinung nach hätten sie vielleicht mal eine Woche gemacht oder mir eine Woche Stream-Sperre geben können, aber nicht gleich 90 Tage, weil 90 Tage ist natürlich schon hart. Aber ich habe mir da was überlegt und ich glaube, das wird euch auch freuen. Und deswegen würde ich sagen, wir switchen jetzt mal ganz kurz am PC. Also ich weiß, das Video ist jetzt nichts Besonderes, es tut mir auch leid, aber ich wollte euch kurz up-to-date halten und mitteilen, was jetzt gerade so Stand der Dinge ist. Deswegen würde ich sagen, ab an den PC, ich zeige euch kurz was Cooles, was die nächsten Tage jetzt passieren wird und let's go. Wie ihr schwer erkennen könnt, bin ich hier auf Twitch. Das bedeutet, ich werde in Zukunft, weil ich ja auf YouTube nicht mehr streamen kann, ich werde in Zukunft auf Twitch streamen. Ich werde aber nicht irgendwelche Gameplays machen, vielleicht mal ab und zu, wenn ich Bock habe, oder irgendwelche Games zocken, sondern ich werde mit euch auch Reaction-Videos anschauen. Ich werde aber nicht irgendwelche Songs abspielen, die wieder Urheberrecht geschützt sind. Da muss ich mich auch noch ein bisschen schlau machen. Aber ihr werdet mich in Zukunft hier auf Twitch auch finden. Und wie ihr mich finden könnt, ganz einfach. Ihr geht einfach auf twitch.tv. Ich glaube, das kennt ihr mittlerweile. Und gebt einfach, also mir ist kein besserer Name eingefallen. Ihr gebt es einfach oben in der Suche. Luis Dominguez. Ihr schreibt es einfach zusammen, so wie mein YouTube-Channel. Ohne Leerzeichen, alles klein und geht dann hier runter auf Kanäle und zack, der erste hier, wenn ihr drauf drückt, das bin ich und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Ich werde, ich denke, die Woche, also unter der Woche auch mal ab und zu live streamen. Vielleicht werde ich irgendwie
für YouTube sowas einbinden. Das heißt, immer wenn ich auf Twitch live bin, werde ich das auf YouTube ankündigen mit einem kleinen Intro oder mit einem kleinen Video. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Ich bin jetzt heute Abend noch ein bisschen beschäftigt, damit ich meinen Twitch-Account ein bisschen einrichte. Mir fehlt hier noch ein Titelbild, mir fehlen noch einige Sachen, Beschreibungen. Ich habe hier unten schon eine Donation eingebaut, weil ich glaube, in dem YouTube-Stream hat Marvin, ich glaube Marvin hieß der, hat ja gefragt, hey Luis, wo kann man spenden? Und aber ich habe jetzt hier nur mal was getestet. Ihr könnt dann hier zum Beispiel auch auf Donation klicken und könnt mir was spenden. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema von diesem Video, sondern ich wollte euch einfach nur mal mitteilen, dass ich jetzt 90 Tage nicht auf YouTube streamen werde. Ich werde trotzdem Videos hochladen. Das heutige Video ist halt nur so, ja, wie ist der Stand der Dinge? Was ist jetzt los? Was ist passiert mit dem Stream? Und Livestreams werde ich jetzt in Zukunft auf Twitch machen. In diesem Sinne, Leute, melde ich mich jetzt auch wieder ab. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es soll ja ein kurzes Update-Video sein, wie Stand der Dinge ist. Wenn ihr Fragen oder Wünsche oder Sonstiges habt, schreibt mir gerne wieder auf Instagram. Ihr könnt mir auch irgendwelche Kommentare da lassen. Die werde ich natürlich auch beantworten. Aber ich verlinke euch jetzt unten, also der erste Link in der Videobeschreibung, ist mein Twitch-Kanal. Folgt mir da gerne, dann können wir zusammen ein bisschen streamen, ein bisschen quatschen und ein paar geile Videos anschauen. Jetzt melde ich mich ab, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ach so, gebt mir noch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Ciao.